Einige Banken sind so groß, dass sie eine Gefahr für die ganze Wirtschaft sind. Sie haben durch ihre schiere Größe unkontrollierbare Macht. Außerdem sind sie über 1000 Kanäle so eng mit der übrigen Wirtschaft vernetzt, dass sie bei einer drohenden Pleite vom Staat gerettet werden müssen. Denn sonst könnte die ganze Volkswirtschaft in den Abgrund gerissen werden. Sie sind also zu groß und zu vernetzt, um pleite zu gehen. Too big to fail. Deshalb wird nun versucht, die Riesenbanken wieder unter Kontrolle zu bringen. Die Diskussion konzentriert sich dabei auf die Trennung des Investmentbanking vom übrigen Geschäft mit Einlagen und Krediten. Im Investmentbanking findet das große Spekulationsgeschäft statt. Genau genommen müsste man von Spekulationsbanking reden, bei dem Banken wie in einem Casino zocken. In den USA schlug der frühere Notenbankpräsident Volcker vor, Investmentbanking und anderes Geschäft komplett zu trennen. Das Casino sollte also nur ausgelagert, aber nicht dicht gemacht werden. Volkers Vorschlag wurde außerdem durch Ausnahmen stark aufgeweicht. In Großbritannien schlug die Vickers-Kommission vor, das Casino nicht auszulagern, sondern es nur mit einer Art Firewall vom anderen Geschäft abzuschotten. Aber es lässt sich denken, wie sicher so eine Firewall in der Praxis wirklich ist. Für die EU hat eine Kommission unter Leitung des finnischen Notenbankchefs Li Kan einen halbherzigen Zwischenweg vorgeschlagen. Riskante Geschäfte sollen abgetrennt werden, aber erst ab einer gewissen Schwelle. Auch die Bundesregierung hat im Februar 2013 einen ähnlichen Vorschlag für die deutschen Banken gemacht. Doch was bringen all diese Trennvorschläge? Das Casino läuft weiter und mit ihm Umverteilung von unten nach oben, Verschuldung und Instabilität. Die auf Dauer einzig sichere Lösung ist, das Casino muss dicht gemacht werden. Banken müssen so klein werden, dass sie pleite gehen können, ohne dass die Steuerzahler zur Kasse gebeten werden.